Okay, Leute, für die letzte finale Route wahrscheinlich habe ich mich für das Team hier entschieden. Azumarill als Wasserfee-Pokémon, Machomai Kampf-Pokémon, Undemon Feuer-Undicht, Explissar Pflanze Eis. Ist aber schon sehr hoch gelevelt, wird wahrscheinlich sehr bald ersetzt werden. Surpeise als Käfer-Pokémon und Staraptor auch mal wieder als Flug-Pokémon. Ja, da habe ich auch so Items wie hier Pflanzenattacken boosten vergeben, Flugattacken boosten und hier jetzt ein bisschen zur Heilung diese Muschel. Als nächstes möchte ich jetzt endlich mal hier das Outfit kaufen, ein weiteres. Wollte ich ja auch schon seit Ewigkeiten machen, habe es aber irgendwie vergessen. Und da ist das einzigste, was wirklich cool aussieht, hier dieses Evoli-Jacken-Outfit und ich habe kein Geld. Nur, dass ich ein paar Top-Beleber habe, die ich verkaufen kann, weil die werde ich nicht gebrauchen. Genau, was ich sagen wollte, das Evoli-Outfit ist wirklich das einzigste, was ansatzweise gut aussieht, auch wenn ich jetzt komplett pleite bin. Es sieht wirklich ein bisschen fresh aus, auch wenn verbessert der Wintermantel war ganz gut für dieses Schneegebiet, jetzt brauche ich was Neues. Genau, hier über diese Wasserroute wird es nämlich zur Siegesstraße gehen. Oh, das sind diesen Arena-Orten dieser Stadt und muss gut sein. Mit ihr haben wir ja schon geredet, sie ist aus Jotun Arena-Leiterin. Und von ihr bekommen wir die TM-Kaskade, die wir jetzt endlich auch verwenden können, um Wasserfälle hochzugehen. Unser Gyarados kann es ja schon, seitdem es sich weiterentwickelt hat. Und damit kommen wir hier weiter. Route 223, neuer Encounter, aber ich weiß nicht, ob ich noch ein weiteres Wasser-Pokémon gebrauchen kann. Irgendwie was Krasses gibt es hier tatsächlich auch nicht, aber ein paar Wassertrainer vielleicht. Mal schauen, die Route hätte man ja auch schon längst machen können, vor dem Arena-Orten und das hatten wir noch nicht, die Vorentwicklung glaube ich schon. War gegen das gekämpft? Nee. Ja, schauen wir mal, ob ein Knuddler ausreicht. Ja, zwei Stück. Und die Level sind auch noch relativ in Ordnung. Also ja, die Route können wir mal mitnehmen, den Trainern. Ich hatte eben Angst, dass die zu niedrig gelevelt sein könnten. Ne? Und gerade hier der Hintergrund sieht echt cool aus. Also gerade Wasseraspekte in dem Spiel ist mir schon öfters aufgefallen. Ey, das können die richtig gut. Ja, ich habe auch mal geschaut, wirklich was Interessantes ist jetzt hier nicht dabei, leider. Außer einfach nur geradeaus gehen, gibt es ja auch momentan noch nichts. Neben den ganzen Trainern natürlich. Ein Mantyrps kann man auch mal mit Knuddler auseinandernehmen, wenn ich mal treffen würde. Gut, dass wir uns beide verfehlen. Richtige Idioten. Oha, wir haben einen Mantax. Ich glaube, das hat wirklich sehr starke Verteidigungswerte gehabt. Also mehr Tanky-Pokémon oder war es Spezialverteidigung? Zumindest reichen hier mal zwei Knuddler aus, das ist ganz geil. Sprungfeder ist eine Flugattacke. Wisst ihr was? Ich mache einfach das gleiche. Geh hoch, dann werde ich nicht getroffen. Wirklich komplett ausgetrickst, aber ich weiß nicht, ob es gut ausreicht. Hat es aber tatsächlich. Ja, eher dann Spezialverteidigung, wo krass ist bei dem. Remoraid, das Pokémon habe ich nie verstanden. Hat auch irgendwas mit hier Mantax zu tun, glaube ich, aber I don't know. Hier haben wir einen Doppelkampf. Ja, ich habe mal Staraptor mit vorgenommen. Oh Gott, ein Meryl und ein Wingull. Warum keine Weiterentwicklung? Wir sind wirklich im Finale des Spiels. Also wenn die Siegesstraße wirklich enttäuschend ist, dann ja, bin ich wirklich über gerade die Pokémon-Levelkurve, mal abgesehen von den Arena-Leitern, wirklich enttäuscht, weil das war wirklich größtenteils im Game hier so. Ja doch, ein Mordor ist ein bisschen interessanter, das kann ja auch mal was ausrichten. Oh mein Gott, das Ding hat Hardware-Absorber, damit wird sich sogar healen. Ich wollte Hydro-Pumpe einsetzen. Oh, Wasserattacken werden geboostet und ich kann ihn nicht damit treffen. Ja, gehen wir mal auf Entoron, würde ich sagen. Fokussieren wir den. Weil das Mordor, die ganzen Bodenattacken jucken meinen Staraptor nicht. Azumarill eigentlich auch nicht. Mit Wasserattacken, ja, gut, könnte ein Staraptor ein bisschen treffen, aber sollte er trotzdem nicht mal sterben. Ergena ist ein bisschen, ja, nervig. Ja, Azumarill raus, auf Rexblister kann ich Mordor mit einer Vierfachschwäche treffen und mein Staraptor nimmt hier dieses Wingull noch raus, was komplett peinlich ist. Ja, das Petipa würde es auch nicht mehr so viel ausrichten können. Jetzt wird so gefüßt, aber hat tatsächlich ein Icy getankt. Ja, hier geht's ein bisschen links weiter. Der Trainer ist da ganz alleine. Keine Ahnung, was der da versteckt. Ja, irgendwas Interessantes hat er jetzt auch nicht. Das Tentoxa oder das Bumbledin gerade. Alter, macht dieses Tentoxa gerade Probleme. Es verwirrt jedes meiner Pokémon. Es ist so dumm und die treffen sich auch ganz gerade selber. Oh, direkt in die nächste Trainerin rein. Ich wollte mich eigentlich healen, verdammt. Aber mit den schwachen Pokémon brauche ich auch keine Angst haben. Ein Golking? Okay.
Ja, Hundemann hat eigentlich hier auf der Route gar nichts verloren, aber das kann halt ganz gut auseinandernehmen. Oh mein Gott, entweder hatte ich ein Projekt schon mal, ich dachte Golking weg Golbart, ey Mann. Das ist so witzlos, dass ich den Fehler einfach zweimal mache. Aber ich war mir gerade so sicher, das war ein Golbart. Ich weiß auch nicht warum. Also hat macht auch gar keinen Sinn, warum soll ein Golbart auf der Route? Bei Ray habe ich Rex Bizarre Holzhammer beigebracht, eine übelst starke Pflanzenattacke, die glaube ich auch aus den neueren Versionen eingeführt wurde und jetzt halt mitgenommen wurde. Tut aber leider den sich selbst treffen. Aber dafür ist halt wirklich für den Damage sehr krass, um Pokémon zu one-shotten und dann Rex Bizarre rauszuwechseln. Jo, Junge, der Damage ist ja wirklich extrem. Da ist ein Item, eine Perle, da geht's auch nicht weiter. Wir müssen gegen hier den Mantrosen antreten. Verdammte Zunge, er hat keinen Kluttler mehr, das ist ein bisschen blöd. Ein Gastrodon, gefundenes Fressen für Rex Bizarre. Das ist zumindest mal ein bisschen interessant als Bleeper, wo er davor hatte. Mashok, Staraptor ist schon verletzt. Verdammt, Kluttler habe ich auch nicht mehr. Ja, dann hole ich mal seinen großen Bruder, der vermöbelt ihn kurz. Ah ja, das sieht schon fast nach Finale aus. Pokémon Liga, und hier können wir zum ersten Mal Kaskade einsetzen. Die Attacke-Animation sieht cool aus, das hier, naja, geht so. Und ja, ich ist einfach noch ein Pokémon-Center, warum auch immer, warum nicht. In der Höhle geht's wohl in die Siegesstraße. Der finale Ort und unser finale Encounter mehr oder weniger, oder einer der letzten zumindest. Interessant, wir können ein einziges Pokémon hier finden, wo wir noch nicht hatten. Das ist einfach ein Lapras und das kriegt man nur in einem gespündeten Abteil in diesem Gebiet hier. Und hier gibt es sehr viele Wege und so. So, die erste Trainerin hier, Vogeltrainerin, die muss reinhauen. Ein Noctu auf 46, ja, das ist schon mal was Besonderes. Ja, Rex Bizarre sollte hier eigentlich gegen die Pokémon nichts haben. Das Staraptor ist auch sehr nice. 48. Junge, jetzt ist die Levelkurve wieder aus dem Nichts gut angestiegen. Also was? Ich bin auch die Pflanze und das merke ich. Verdammt. Boah, ein Icy reicht nicht mal ansatzweise aus. Yo, Hundemon. Geh ich mal rein. Das sollte es ganz gut tanken. Boah, scheiße. Wechsel mal hier auf mein eigenes Staraptor. Ey, wenn jeder Kampf gerade so spannend wird, dann wird das noch ein richtiger Act hier. Ja, Angriff mal senken ist eine gute Sache. Nicht mal ein bisschen Schaden, den man auch annehmen kann. Ich kann hier direkt wieder rausrennen ins Pokémon Center und mich heilen gehen. Ey, ich glaube, wir könnten der Siegesstraße tatsächlich in einen oder anderen Pokémon hier verlieren. Finde ich gar nicht nice. Und vielleicht passen wir uns auch irgendwann vom Level heran. Könnte auch sein. Ja, gehen wir mal da runter. Da war eine Trainerin und ein Item, glaube ich. Machen wir erstmal den unteren Abteil. Gegen den Psychotyp habe ich auch mal hier Hundemann vorne. Unlicht kann gut reinhauen, auch wenn der Hexengeist-Pokémon hat. Ah, so eine richtig gute Unlicht-Attacke wäre mal gut. Ich habe nur das Stärke 60 oder so, aber Feuerattacken sieht es bei ihm auch nicht so gut aus. Oh Junge, ein Gengar, ernsthaft? Ja gut, Gengar wird schneller als ich sein. Mit Gegenstoß habe ich eine Attacke, die 100 Stärke ist. Es verdoppelt sich ja, wenn mein Gegner schneller als ich bin. Nee, ich bin schneller, warum auch immer. Ja, das ist doch nicht so gut. Insta-Faust sollte nicht jucken, Geisterattacke. Er ist so ein spezieller Angreifer. Aber meine Sorgen waren echt unbegründet. Die Pokémon sind gerade echt geil von den Gegnern und die Level auch. Was heißt, die Level sind geil? Oh Junge, noch ein Simsalar. Kann ich ja nicht drin bleiben. Ich hätte überlegt, dass ich 25 Pokémon in meinem Team habe, um irgendwie mit der Levelkurve gleich zu sein. Das ist nicht so gut. Aber gerade das Team, wo wir gerade drin haben, passt die Level ganz gut. Das Simsalar hat nur meine Fähigkeit kopiert, komplett dumm. Meine Unlicht-Attacke tankt es nicht. Und das Item hier, TM41, Folterknecht. Okay, gesagt, gerade gar nichts. Ah, okay, eine Attacke, die einfach nur dafür sorgt, dass der Gegner nicht immer das gleiche Attacke einsetzen kann. Ah, hier unten geht's gar nicht weiter und warum werde ich von wilden Pokémon angegriffen? Ach, bin wieder vom Level zu niedrig. Aha, hier geht's jetzt auch zum Item, wo die Vogeltrainerin war. Dann geht's auch nur den oberen Weg von uns entlang, obwohl es wieder runter geht mit Kraxler. Oh, ich merke schon, Siegestraße ist ein sehr verwirrender Ort. Ein riesen Höhlengebiet. Ja, es könnte geil werden. Hier haut es mir einfach eine Ast-Trainerin um die Ohren, scheiße. Ja, Enteron, gar kein guter Start für meinen Hundemon. Ja, Rex Bizarre mit Pflanzenattacken regelt. Ja, Verteidigung sinkt, aber juckt doch nicht. Stärke 95, aber die Stärke kann sich erhöhen oder so, keine Ahnung. Es kommt halt darauf an, wie hoch der normale Angriff ist. Ja, doch, sehr interessant.
glaube, da tue ich Biss rausschmeißen. Ein Haltera. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Pokémon war. Scheiße. Aber war es nicht dieses... ich wollte gerade mal Normal-Pokémon sagen. Ich glaube, mittlerweile ist Typ Fee. Ich habe gar nichts gegen Typ Fee, fällt mir gerade auf im Team. Surprise, und dann mal schauen, was geht, würde ich sagen. Oh ja, es war echt tanky. Hier macht eine Kreuzschere. Killt tatsächlich. Okay, das ist krass. Surprise, einfach das Pokémon, was wirklich einfach mal regelt. Und verdammt, hat das viel Erfahrung gegeben. Ja, da könnte ein verstecktes Item sein. Top-Exier im Stein. Da geht wohl nach oben. Jetzt kommen die ersten Rätsel so langsam. Immer den unteren Weg. Stärkesteine. Komme ich da durch? Ja. Einmal nach unten. Den hier nach rechts. Nochmal nach unten. Dann komme ich da durch. Weiterer Astrainer. Galopper. Sehr interessant. Ist es doch das erste, was wir jemals gesehen haben? Ne, wir haben schon mal eins gesehen. Ja, gerade gar keine guten Encounter für Hundemon. Ich wollte ihn eigentlich mal wieder eine Chance geben. Azumarill. Oh, Flammenrad. Echt coole Attacke hier von Animation. Noch nie gesehen. Hat mir aber tatsächlich sehr gut gefallen. Guten Schlag. Ja, Abteilung wurde gesenkt, aber das Galopper ist mal down. Eine Fliebes. Hatten wir noch gar nicht. Ist ein Pflanzen-Pokémon. Ja, dann ganz klar mal Hundemon. Pokémon, wo halt an so eine fleischfressende Pflanze angelehnt ist. Ja, Feuerzahl macht mir Schaden. Fehlt aber tatsächlich sogar nicht. Zum Schluss ein Rheimadon-Typ Stein. Ja, mach mal. Ja, mach mal, braucht aber wirklich mal so eine richtige gute Kampfattacke. Der hat nur Fußtritt drauf. Das ist halt übelst scheiße ab dem Zeitpunkt des Spiels. Gut, da gibt es aber auch oben lang theoretisch. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht, weil ich nicht mehr weiterkomme. Keine Ahnung, was diese mehreren Wege auf jeden Fall mal sollen. Hier geht es aber mit dem Fahrrad für mich weiter. Und hier geht es auch nur zum Item hin. Oh, nein, da geht es auch noch rechts so weiter. Einen Top-Eater haben wir hier. Dann werde ich kurz resetten und tue mich dann nochmals Stärke-Rätsel da an. Achso, bin ich los. Ich muss ja hier diesen Umweg gehen. Deswegen ist er auch da. Ist festgehangen. So, dann komme ich da weiter. Gibt es auch noch mal was anderes als Astrainer hier, aber ich finde es auch irgendwie ganz geil. Und Pixie. Das ist ziemlich scheiße. Ich habe immer noch nichts gegen Fähig. Ich muss da was ändern. Surprise ist ein Macher, er regelt das. Verteidigung steigt und Spezialverteidigung. Ey, Junge, das Ding ist doch jetzt schon so richtig tanky. Und warum hat eigentlich mein Pixies Attacke nicht? Verdammt! Ja, ich bleibe einfach mal drin, weil es boostet ja nur seine Verteidigung. Das heißt, der Kampf wird halt lange dauern. Aber es wird jetzt nicht irgendwie hier ein Sweeper aus ihm machen. Mondschein, mit dem er sich hier heilen kann, ist schon wieder eine andere Hausnummer. Ja, es boostet sich weiter. Dann mache ich Doppelteam. Dann kann ich schon mal nicht getroffen werden. Und früher oder später wird das down gehen. Mondgewalt, beste Fädenattacke. Macht zu viel Damage. Ja, es war ein Crit. Oh man, warum hast du so wenig Damage? Und er kann sich ja healen noch. Endlich down. Viel zu lange gedauert. Für die XP bin ich doch sehr dankbar. Ja, Blizzard. Sehr geile Attacke. 70 Genauigkeit. Bisschen ärgerlich. Aber besser als Eissturm. Shelterer. Ist doch die letzte Entwicklung vom Pflanzenstarter. Vierfach Schwäche gegen Eis. Ja, das wird mal Zeit, Blizzard auszuprobieren. Hatte das eigentlich hier unser Rivale schon mal gehabt? Nein, tatsächlich nicht. Ey, das ist schon peinlich. Aber wie gesagt, vierfach Schwäche gegen Eis. Gar kein Problem. Hier gehst du zu den Veteranen da oben hin. Ah, und je nachdem, von welcher Richtung man kommt, kommt man auch woanders hin. Hier geht es jetzt gerade nur für uns nach oben. Mal schauen, wie stark er hier ist. Staraptor, ja, Angriff wird gesenkt und das wird Nahkampf haben. Oh Gott, wir wissen ja, Rex Blizzard tut die Flugattacken auch nicht gut tanken. Genauso wie Machomai und Surprise, also Azumarill oder mein eigenes Staraptor. Ja, gehen wir mal auf Azumarill. Mal schauen, was das ausrichten kann. Poteros ist Typ Boden. Ja, doch, Explizar. Zumal wird auch gehen, aber ist angeschlagen. Mach ich hier gar keine Faxen. Erdbeben hätte er gut reinhauen können. Ich glaube nicht. Hier geht es irgendwo runter. Doch, den Bereich waren wir ja schon, aber nicht hier hingekommen. Oh, warte mal. Dann tue ich erstmal hier Stärkesteine abchecken. Das da unten ist dann quasi der Hauptraum. Das hier wird dann nur ein Nebenraum sein. Den wir hier dann fähig erkunden könnten, oder? Den erstmal ganz nach hinten schieben, ganz klar. Den dahin zerstören, dann komme ich auch durch. Hier geht's mit Fahrrad-Ding zu einem Item. Und von den zwei Astrainern habe ich sehr viel Angst. Doppelkampf, oh mein Gott, ich werde so ein Pokémon verlieren.
Rexbissar und Hundemon sind mal vorne und dann probieren wir mal unser Glück. Oh mein Gott. Welser und Staraptor. Das eine hat, glaube ich, vierfach Schwäche gegen Pflanze. Mein Gott, Blizzard tut beide treffen. Sehr gut. Hundemon werde ich aber trotzdem rauswechseln müssen auf Staraptor. Oh mein Gott, Nahkampf. Ja gut, bin jetzt schon Flug. Ist ja ganz nice, aber Hundemon wäre gut getroffen worden. Aber ich bin eigentlich gegen den Wasserboden-Pokémon da rechts ausgewechselt. Er trifft beides sogar. Staraptor ist raus. Sein Kopfstoß sollte ja nicht wirklich was ausmachen, nö. Ja gut, das Welser wird durch die Pflanzenattacke Vierfachschwäche gekillt. Wenn ihm Staraptor nicht mit der Aeroas zuvor kommt, weil es ja auch schon angeschlagen ist, sollte auch ausreichen. Ne, tatsächlich nicht. Ja, gut bewältigt diesen Kampf. Das Welser ist ja zum Glück neu gewesen. Dann geht's hier, stoppen, zu einem Item. Steinkante. Oh jo, das ist richtig geil. Dann geht's für uns hier im Hauptraum aber mal weiter.